So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter. Barcelona Blast Time Attack der F1000 Serie. Wie ja schon heißt, geht es wieder darum, die schnellste Runde innerhalb von 6 Runden zu fahren. Okay. Wir sind in Barcelona für ein Event der Great World Series. Christen, verrat über die Strecke. Was erwartet unsere Fahrer hier? Die Veranstaltung von haut doch mal alle ab hier! Ihr Spastikers! Also in den Autos kann ich eher in der Cockpit-Ansicht fahren als bei Formel 1. Fragt mich aber nicht warum. Clark hat die drittschnellste Zeit. Geil. Okay, die Runde wird jetzt nichts. Oh, ich fange schon hier an, die ersten zu rotten. Was ist da los? Bob. Drittschnellste Zeit hat er gefahren. Oh, 5 schnell jetzt noch. Oh mein Gott. Besser als gar nicht. Oh, Levelaufstieg ist wieder da. Ja, 93. Wie gesagt, vielleicht kommen wir am Ende dieser 5. Season schon vielleicht auf 99. Müssen wir gucken. Wir sind jetzt bei 4,7 Millionen. Ey, was ist hier los? Barcelona Blast ist klar, das ist ein dritter Windschatten 1, fahre 60 Sekunden im Windschatten, okay, Slingshot 2, überhole 100 mal aus dem Windschatten, schließe 4 FR Racing Events in Karrieremodus auf Platz 3 oder besser ab. Ja. Ups, jetzt habe ich ein Gummibärchen fallen gelassen. Ich dachte, ich auf der Nasenspitze steht vor drauf. Und fucking Pasta. So. Was haben wir denn schon als nächstes? Highspeed Prototype, wieder F1 und Asien. Okay. An dieser Stelle, wie gesagt, bedanke ich mich natürlich schon mal wieder fürs Zugucken und wir werden uns dann im nächsten Rennen, im 5. Rennen der 5. Season
der sogenannten Fernando Alonso Season hier in Grid-Karriere wiedersehen.